Wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Aktuell nach 1. Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht auf heute in Niederösterreich. Ein mit 6 Personen besetzter PKW ist aus noch ungeklärter Ursache ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren, hat sich mehrmals überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. 5 der 6 Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, 4 Menschen starben, 2 weitere wurden lebensgefährlich verletzt. Diese Bilder zeigen, welche dramatischen Szenen sich gestern Abend hier entlang der B17 der Wiener Neustädter Straße abgespielt haben müssen. Gegen 21.30 Uhr kommt es zu dem schweren Unfall. Den Erhebungen zufolge hat der Lenker dieses Fahrzeuges offensichtlich einen Kreisverkehr übersehen, ist mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf diesen Kreisverkehr aufgefahren. Das Fahrzeug wurde dann in die Luft geschleudert, mehrfach hat sich dann das Fahrzeug überschlagen und ist dann den Bäumen rechts neben der Fahrbahn zu stehen gekommen. 5 der 6 Insassen werden aus dem Fahrzeug mit schwedischem Kennzeichen geschleudert. Trotz Reanimationsversuchen erliegen 4 Männer ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 2 Schwerverletzten werden ins Landesklinikum Wiener Neustadt und ins Uniklinikum Graz gebracht. Laut Angaben des Uniklinikums ist die Person mittlerweile außer Lebensgefahr, hat aber schwere Wirbelsäulenverletzungen erlitten. Die restlose Klärung der Identität der Unfallsopfer ist noch nicht bekannt. Das heißt, unsere Ermittler führen hier Erhebungen jetzt noch durch. Dann wird es eine Botschaftsverständigung geben, zwecks Verständigung der Angehörigen. Für Rettung, Feuerwehr und Polizei war der Einsatz sehr belastend. Ein Kriseninterventionsteam hat die Helferinnen und Helfer betreut. Bei einer Verfolgungsjagd im Bezirk Feldkirche in Vorarlberg sind gestern 4 Polizisten verletzt worden. Ein 40-Jähriger wollte ins Landeskrankenhaus Rankweil eindringen. Bei seiner Flucht rammt er 3 Polizeiautos und durchbricht mehrere Straßensperren. Ein 40-jähriger Mann aus der Region Bludenz ruft beim Landeskrankenhaus Rankweil an und droht, vorbeizukommen und Steine mitzubringen. Das hat er laut Polizei nicht zum ersten Mal getan. Der Mann musste schon früher aus dem Krankenhaus weggeschickt werden, weil er sich unbefugt Zutritt verschaffen wollte. Als der Mann gestern nach dem Anruf tatsächlich auf dem Spitalsparkplatz steht, wird eine Streife gerufen. Die Beamten wollen mit ihm reden, doch der Mann steigt sofort in sein Auto ein und flüchtet. Ein Polizist, der ihn stoppen will, kann gerade noch ausweichen. Dann beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Direkt nach dem Krankenhaus durchbricht der Mann eine erste Polizeisperre und fährt Richtung Feldkirch. Seine Verfolger rammt er seitlich oder erzwingt mit Vollbremsungen Auffahrunfälle. Er durchbricht 2 weitere Straßensperren. Erst in Bludesch ist die wilde Fahrt vorbei. Als er dort ein weiteres Polizeiauto rammt, kommt sein Fahrzeug von der Straße ab und landet im Bach. 2 Menschen dürften bei einem Brand eines Bauernhofes im Bezirk St. Pölten in Großrust verletzt worden sein. 15 Feuerwehren mit rund 180 Einsatzkräften mussten ausrücken. Es sollen auch Gasflaschen explodiert sein. Großeinsatz am Fronleichnamstag. Dieser Bauernhof im Ortszentrum von Großrust gerät in den Nachmittagsstunden in Brand. Die Flammen breiten sich vom Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes auf das Wohnhaus aus. Gelagerte Gasflaschen explodieren. 2 Hausbewohner, Vater und Sohn, erleiden Rauchgasvergiftungen und müssen ins Spital gebracht werden. 15 Feuerwehren mit rund 180 Einsatzkräften sind vor Ort. Das Wirtschaftsgebäude ist komplett zerstört. Beim Wohnhaus ist der Dachstuhl massiv beschädigt. Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden, heißt es aus Großrust. Themenwechsel jetzt. In Österreich sind heuer bereits 8 Frauen ermordet worden und in den allermeisten Fällen sind die Täter oder Tatverdächtigen Männer. Seit Jahren versucht die Politik mit unterschiedlichen Maßnahmen Frauen davor zu schützen, doch nicht immer ist das möglich. Die Maßnahmen im Gewaltschutz sollen permanent weiterentwickelt werden. Männer und Gewalt, wann fängt das an? Was sind die Ursachen? Wie kann man Frauen vor gewalttätigen Männern schützen? Knapp jede 3. Frau in Österreich hat bereits körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt. Seit Jahresanfang wurden österreichweit 8 Femizide gemeldet, also Fälle, wo Frauen aufgrund ihres Geschlechts von Männern getötet wurden. 20 Frauen sind dem Tod nur knapp entkommen, erlebten jedoch schwere Gewalt. Morde sind die Spitze des Eisbergs, ihnen gehen oft längere Gewaltgeschichten voraus.
Wenn wir von gewalttätigen Verhaltensweisen sprechen, gibt es beispielsweise die körperliche Gewalt. Das ist das, worauf wir im ersten Blick meistens irgendwie assoziieren. Ah, okay, es geht um Gewalt. Es gibt aber auch psychische Formen von Gewalt, wie beispielsweise Nötigung oder Drohungen, die ausgesprochen werden, sexuelle Gewalt und auch vor allem eine Form, die finanzielle Gewalt, die nicht so bekannt ist, wo es häufig darum geht, dass in dem Fall Partner oder Partnerin Kontrolle über die gemeinsamen Finanzen ausüben. Österreich war im Jahr 1997 eines der ersten europäischen Länder, in dem der Schutz vor häuslicher Gewalt gesetzlich geregelt wurde. Nach mehreren Novellen wurde das Gesetz 2019 nachgeschärft. Seitdem gilt neben einem ausgesprochenen Annäherungsverbot seitens der Polizei auch ein sofortiges Betretungsverbot für den Gefährder. Im Jahr 2020 wurden in Österreich rund 11.500 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. 2 Jahre später sind es um ein Viertel mehr. Gewalt gegen Frauen oder Morde an Frauen können weder einer gewissen Schicht noch einer bestimmten Herkunft zugeschrieben werden. Österreichweit stehen umfassende Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen zur Verfügung. Sie sind kostenlos und vertraulich, auf Wunsch anonym und fremdsprachig. Und vom Bundeskriminalamt ist jetzt dazu Petra Warisch, bei mir zuständig für Opferhilfe und Kriminalprävention. Schön, dass Sie da sind, Frau Warisch. Herzlichen Dank für die Einladung. Frau Warisch, wo beginnt denn eigentlich häusliche Gewalt? Gibt es dafür ein Muster? Es ist ja milieuunabhängig, wie wir auch im Beitrag gehört haben. Ja, häusliche Gewalt beginnt meist sehr niederschwellig mit Beleidigungen, Erniedrigungen. Kann es zu Ohrfeigen führen, einmal zu einem kleinen Schubser. In weiterer Folge kann es zu wirklich in der Mundart ausgesprochener Gewalt kommen, einen Faustschlag oder auch dann schon mal würgen. Wichtig ist, dass das Opfer nicht aus Scham oder Angst verweigert, die Polizei zu verständigen. Oft sind auch noch aufhaltsrechtliche Problemstellungen vorhanden oder auch finanzielle Abhängigkeiten. Wichtig ist nur, dass sich das Opfer wirklich bei der Polizei, bei der Exekutive meldet, damit hier ein Stopp gesetzt werden kann. Also wenn uns jetzt wer zuschaut und sagt, da scheint ein bisschen schon was im Gange zu sein. Es beginnt möglicherweise eine Gewaltspirale. Lässt sich die denn tatsächlich noch aufhalten? Kann denn unter Anführungszeichen alles noch gut werden? Beziehungsweise was ist dann ganz konkret auch zu tun? Polizei anrufen ist das eine, aber was passiert dann? Ja, wie ich bereits erwähnt habe, es beginnt immer sehr schleichend. Und nach diesem Einschleifen, dieser Einschleichung von häuslicher Gewalt, kommt es zu körperlicher oder physischer, psychischer Gewalt. Und dann kommt eine gewisse Honeymoon-Phase. Mhm. Die heißt leider so, wird im Fachjargon so genannt. Da versucht sich der Täter zu entschuldigen oder auch zu erklären, warum das dazu gekommen ist. Die Lebensumstände spielen dabei eine große Rolle. Er versucht seine Erklärung zu finden, sind meistens Männer, seine Erklärung zu finden in Alkohol, Missbrauch, Stress, eventuell die Arbeitslosigkeit oder also es sind der gleiche quasi, Faktoren. Wenn ich Sie richtig verstehe, eigentlich immer äußere Faktoren, die das Verhalten unter Anführungszeichen rechtfertigen. Die Rechtfertigung für den Gefährder, wie er bei uns im Fachjargon genannt wird, sind meist in diesen äußerlichen Faktoren zu finden. Wie können Sie sich denn eigentlich diesen deutlichen Zuwachs erklären an Annäherungsverboten, Betretungsverboten, die es gegeben hat in den letzten Jahren? Gibt es dafür einen Grund, eine Erklärung ganz konkret? Ja, wir haben unsere Zählweise mit dem Gewaltschutzgesetz 2019, also mit Beginn 2020, umgestellt. Und wir haben sehr viele Sensibilisierungsmaßnahmen gestartet. Also nicht nur vom Bereich des Innenministeriums, sondern auch von den NGOs wurden hier ganz viele Maßnahmen gesetzt. Dadurch ist die Anzeigenbereitschaft gestiegen und die Zivilbevölkerung sensibilisiert worden. Wir erklären uns damit, dass das Dunkelfeld eher in Richtung Hellfeld wandert. Das heißt, wenn Sie sagen Zivilbevölkerung, sind wir da auch bei der Zivilcourage? Und man sagen, es fällt mir als Nachbarin, als Nachbar etwas auf. Ab wann soll ich denn etwas sagen, einschreiten, möglicherweise selbst aktiv werden? Zivilcourage ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und das liegt an uns selbst, alle gemeinsam Gewalt zu verhindern bzw. zu stoppen. Es muss ein jeder für sich selber entscheiden, bringe ich den Mut auf, jetzt hier aktiv etwas zu machen. Was aber jede Person kann, ist den Polizeinotruf wählen, 133. Und lieber einmal zu viel die Polizei verständigt, als zu wenig oder zu spät.
Ganz kurze letzte Frage. Gibt es eigentlich so ein typisches Opfer-Täter-Muster, Profil, wo man sagt, die sind eher anfällig zum Beispiel, dass das passiert? Es gibt kein richtiges, also kein wirkliches Täterprofil oder ein Opferprofil. Täter oder Opfer kommen nicht von Haus aus in diese Rolle rein. Ein gutes Beispiel dazu wäre vielleicht, bei mir war, ich war ja 25 Jahre Exekutivbedienstete, eine Frau, die 40 Jahre verheiratet war und nach 40 Ehejahren es dann endlich geschafft hat, diese Gewaltspirale zu durchbrechen. Und das hat auch viel mit Mut zu tun und zu wissen, was eigentlich alles möglich ist, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Also auf jeden Fall ist es dann wichtig, hier sich nicht abschrecken zu lassen von dem, was im Umfeld passiert, oder? Genau. Es gibt keine Angst, keine Scham. Es passiert in jeder Altersschicht, in jedem Milieu. Und es ist ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Hilfe gibt es in Akutsituationen natürlich über den Polizeinotruf. Aber sonst bieten auch die Gewaltschutzzentren in ganz Österreich ihre Hilfe an unter der Rufnummer 0800 700 217 oder unter www.gewaltschutzzentrum.at. Frau Warisch, vielen Dank für diese Information und dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und auch Sie helfen jeden Tag schwerst- und unheilbar kranken Kindern wieder etwas Lebensfreude zu geben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderhospizes Lichtblickhof in Wien. Und zwar mit Hilfe von Pferden, Katzen, Hunden, Kaninchen und Schafen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützen die Vierbeiner die Therapeutinnen bei ihrer Arbeit und verhelfen so den Betroffenen zu mehr Lebensqualität und einer Auszeit vom schweren Alltag. Mark füttert das Kaninchen mit einer Spritze. Er selbst hat in seinem Leben auch schon viele Spritzen bekommen. Der 14-Jährige hat einen angeborenen schweren Herzfehler und wurde schon oft operiert. Aber heute ist Aros mit seinem gebrochenen Bein der Patient und wird deshalb extra in einem Krankenbett von Mark und Therapeutin Roswitha Zink versorgt. Einmal pro Woche kommt Mark für ein paar Stunden auf den Lichtblickhof zur Tiertherapie. Besonders die Pferde haben es ihm angetan. Die Pferde hören auch zu, wenn man ihnen was erzählt, eine Geschichte. Und die Pferde bringen mir oft, wenn ich einen traurigen Tag habe, bringen sie mir sehr viel Kraft und auch Superheldenkraft. Pferde, Schafe, Hunde, Kaninchen, Katzen, ein Bauernhof mitten in der Stadt im 14. Bezirk. Die vierbeinigen Therapeuten lassen den Spitalsalltag und die Schmerzen schnell vergessen. Hier können schwer oder unheilbar kranke Kinder Kraft schöpfen, eine unbeschwerte Zeit verbringen. Wie Joscha, der 8-Jährige, hat einen Hirntumor. Heute schmückt er Pony Daisy mit Blumen. Also der Joscha ist am Anfang immer an der Hand seiner Mutter gewesen, war unsicher, wackelig und er hat sich so gemausert und ja, ist ganz, ganz mutig geworden. Und das ist eigentlich das schönste Zeichen, wenn Kinder so gestärkt hinausgehen. Mut, Freude, Entspannung. 200 Kinder kommen pro Woche auf den Lichtblickhof zur Therapie. Gleich vis-à-vis gibt es zusätzlich 5 Hospizwohnungen. Die Tiere sind auch hier immer willkommen. Eine Jause mit Pferd und Hund ist nicht ungewöhnlich. Unterstützt von den Therapeutinnen kann hier die ganze Familie eine Auszeit nehmen. Vor allem die Geschwisterkinder, die müssen ganz, ganz viel zurückstecken im normalen Leben. Die müssen sehr oft mit nur einem Elternteil auskommen, weil der andere Elternteil mit dem kranken Kind im Krankenhaus ist. Die müssen immer auf das kranke Kind Rücksicht nehmen und die können hier auch einfach einmal im Mittelpunkt stehen, im Mittelpunkt der Aktionen, die wir hier mit ihnen machen. Man kann sich nicht vorstellen, was diese Familien leisten, wenn sie 24/7 dann ihre Kinder pflegen. Diese Familien brauchen eine Tankstelle, damit sie diese schwere Phase durchhalten können. Und der Lichtblickhof soll wirklich so eine Tankstelle für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern sein. Eine kurze Pause von der harten Realität, noch einmal Abenteuer erleben, einen Lichtblick in einer schwierigen Zeit. All das ermöglichen die Therapeutinnen und ihre vierbeinigen Kollegen jeden Tag aufs Neue. Tag,
Und morgen ist der österreichische Kinderhospiztag, an dem auf die Situation von Familien mit unheilbar kranken Kindern aufmerksam gemacht wird und auf die wichtige Arbeit der Hospizeinrichtungen. Und bei mir im Studio ist jetzt Roswitha Zink, Gründerin und Therapeutin vom Lichtblickhof in Wien. Schön, dass Sie da sind, Frau Zink. Danke für die Einladung. Frau Zink, Sie hatten diese Idee vor mehr als 20 Jahren, inzwischen den Lichtblickhof zu gründen. Was war damals der Ausschlag dafür? Ja, wir waren wirklich vier ganz junge Frauen, die gemeinsam einfach dieses Glück, mit Tieren zusammen zu sein und die besondere Fähigkeit der Tiere, uns Menschen zu berühren, mit unserem Herzschlag, mit der Atmung, diese feine, sensitive Art, die einfach ja, man als Mitmensch gar nicht so geben kann, wie es Tiere geben können, die wollten wir auch anderen Kindern und Jugendlichen, vor allem denen, die halt zu Hause keine Haustiere haben können, auch ermöglichen und diese Heilkraft auch möglich machen für Kinder, die sehr krank sind, die halt sonst wirklich wenig Kontakt haben können. Was ist denn diese Heilkraft, die Sie gerade ansprechen? Jetzt sind Sie selbst Psychologin, Biologin, Therapeutin. Was können denn die Tiere, was wir Menschen nicht können? Also ich glaube, dass Tiere wirklich nicht nur 6, sondern 9 Sinne mindestens haben. Sie haben ganz viele feine Rezeptoren. Sie haben sehr viel Zeit, Menschen zu beobachten und über Emotionen zu lernen. Sie leben nicht in unserer getakteten Gesellschaft, sondern sie... Ja, ich glaube wirklich, egal ob das jetzt Hund, Katze, Pferd oder die Kaninchen sind, die spüren sofort, wenn jemand ihnen gegenübersteht, wen sie gegenüber haben. Fast ohne Maske und ohne das, was wir Menschen halt gesellschaftlich so geübt haben. Und sprechen auf einer ganz anderen emotionalen Ebene. Und das ist wirklich das... berührt jeden sofort. Jetzt sind sehr oft die letzten Monate, Wochen die Kinder auch eben bei Ihnen auch am Lichtblickhof verbringen. Was möchten Sie denn diesen Kindern und Jugendlichen vor allem mitgeben? Also es ist so, dass es auch uns natürlich oft wirklich, wir oft Gänsehaut haben vor dem Schicksal dieser Familien und auch der Jugendlichen, die so mutig kämpfen. Und jeder Mensch, glaube ich, hat Angst vor dem Tod oder vor der Sterblichkeit, aber wenn schon, dann möchte ich die letzten Sekunden und Minuten dem Tod die Stirn bieten. Und ich glaube, das kann man am besten auf dem Rücken eines Pferdes oder mit einem schnurrenden Kater am Bauch. Wenn Sie das ansprechen, dass Sie das natürlich auch hautnah erleben, wie geht es Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen eigentlich damit, auch mit dem Tod jeden Tag in Wirklichkeit konfrontiert zu sein? Also ich glaube, das Schöne am Lichtblickhof ist, dass der Tod eigentlich auch ein Geschenk für uns ist, weil er ist sowas wie ein Herzfinster, das sagen wir immer für uns. Das ist eine Antriebskraft. Eine Antriebskraft, zusammenzuhalten, auf Gemeinschaft zu setzen und vielleicht egoistische oder eigene Bedürfnisse manchmal nach hinten zu stellen und dafür aber wirklich oft auch mit viel Glück beschenkt zu werden. Manchmal ist es aber auch eine Antriebskraft, die schwersten Herausforderungen, die es überhaupt gibt, zu meistern und trotzdem nicht aufzugeben, weil das Leben zu kostbar und zu kurz und zu wertvoll ist. Und das ist bei unserem Hof schon jedem, der damit hilft, glaube ich, sehr bewusst. Trotzdem nicht aufzugeben. Das ganze Projekt Lichtblickhof mit den Wohnungen und den Tieren kostet immerhin 2 Millionen Euro pro Jahr. Wie schaffen Sie denn das als privater Verein, das alles zu finanzieren? Es ist das schwerste Los. Also wenn es einen Wunsch ans Christkind gäbe, würde ich mir wünschen, dass wir ohne Existenzängste diesen Kindern ihre Existenzängste nehmen könnten. Und wir sind deswegen wahnsinnig dankbar. Bitte spenden Sie und helfen Sie. Und wir sind sehr dankbar, auch das Licht ins Dunkel, das Projekt sehr großzügig unterstützt. Vielen Dank, Frau Zink, für diese Einblicke, die wir heute bekommen durften. Sehr gerne. Dankeschön. Und jetzt wird's musikalisch bei uns. Wenn es um die goldene Note geht, seit 2017 wird der Musikförderpreis verliehen, der von Leona König, Gründerin und Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder initiierte Preis, unterstützt auch heuer wieder künstlerischen Nachwuchs aus dem Klassikbereich. Und heute Abend ist es wieder soweit. Es geht ums große Finale. Zum 8. Mal wird der von Leona König initiierte Musikförderpreis Goldene Note für Nachwuchsmusikerinnen und Musiker verliehen. Herzlich willkommen beim Finale der Goldenen Note 2024. 5 Mädchen und 4 Burschen im Alter von 9 bis 18 haben es vom Casting ins Finale geschafft. Sie überzeugten im Semifinale eine hochkarätige Fachjury in den Kategorien Streich- und Zupfinstrumente, Blasinstrumente und Tasteninstrumente. Die hochbegabten Künstlerinnen und Künstler rittern heute um 21.20 Uhr in ORF 2 um den ersten Platz in ihrem Genre.
Gemeinsam mit Norbert Oberhauser wird Leona König die große TV-Gala moderieren, in der wieder eine top-besetzte Jury die Auftritte bewerten wird. Heuer die finnische Starsopranistin Camilla Nylund sowie die künstlerischen Multitalente Alexei Igudismann und Yang Ki-Chiu. Was für mich wichtig ist beim Musizieren, ist eigentlich Spaß haben. Also sei einfach du selbst, weil andere schon sind vergeben. Ja. Alle Finalistinnen und Finalisten erhalten besondere Preise. 2024 wächst die Goldene Note über die Grenzen. Die Preisträger können dann im In- und Ausland ihr Talent perfektionieren. Jetzt ist sie bei mir, Initiatorin der Goldenen Note, Leona König. Schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich sehr. Leona, heute also grande Finale, könnte man sagen. Ich bin schon so aufgeregt. Das glaube ich dir. Es erwarten ja wirklich tolle Preise, die Finalistinnen und Finalisten bei der Goldenen Note 2024. Welche denn? Es ist wirklich unglaublich, aber wir haben heuer, gehen wir nach Ausland, ins Ausland. Also wir haben fantastische Preise, fantastische Konzerte und teilweise auch mit Orchester. Also ich freue mich sehr, weil zum Beispiel Gewinner der Saiteninstrumente, der gewinnt einen Auftritt oder ein Konzert eigentlich in New York in der Carnegie Hall. Oh, das ist schon wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist der Traum der Jungen oder überhaupt von jedem Musiker und Musikerin. Dann haben wir zum Beispiel ein Konzert in der Kathedrale de Notre Dame in Monaco. Dann haben wir Konzerte in Spanien, also alle Gewinner und Gewinnerinnen, so drei Gewinner, werden dann zwei Konzerte in Spanien spielen. Und zwar in dem großartigen Open House in Valencia oder in Parella Musica in Galicia. Dann bekommen die Kinder wie jedes Jahr, also ein Gewinner, ein Studiensemester an der Universität MUC, Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, den Erbalsaal, berühmten Erbalsaal, wo das Kind diesen Saal für sein eigenes Konzert nutzen kann oder eine eigene Aufnahme. Dann bekommen wie jedes Jahr alle Gewinner. Ich weiß, das ist unglaublich, aber ich muss weiterreden. Ist einfach zu viel. Ich muss immer schauen, dass ich alles aufzähle. Aber es ist notwendig zu sagen, alle bekommen Masterclasses im Inland und aber auch im Ausland und Stars und Talente Sendung mit mir, alle neun Talente. Also das ist wirklich so beachtlich. Viel Promotion, viel Erfahrung, viel tolle neue Sachen, die man bekommt. Es gibt aber auch schon neue Projekte für die Goldene Note. Die müssen wir noch kurz ansprechen. Welche sind das? Ja, wir haben jetzt am 15. Juni und am 16. Juni Goldene Note Konzerte, und zwar am 15. im Stadttheater Gmunden und am 16. Juni im Tagenbrunn. Also du bist voll im Einsatz, könnte man sagen. Ich bin voll im Einsatz, aber ich freue mich so sehr, dass die Kinder wirklich die Bühne bekommen, weil das ist so, so notwendig. Weil wenn man einfach nur Talent hat, spielt und übt, es ist nicht genug. Man braucht diese Erfahrung zu sammeln und diese Bühne den Kindern zu bieten. Und auch viel Emotion, die natürlich transportiert wird. Und man kann die Kinder wirklich auch so live erleben, was sie auch wirklich schaffen als Personen und als Musiker. Sehr viel Fleiß, sehr viel Üben. Die Kinder, die verdienen das wirklich. Danke, Leona, für deinen Besuch im Studio. Tolle Jury, tolles Finale, großartige Show heute Abend zu sehen mit dir. Wir freuen uns schon drauf. Ich auch. Danke dir. Auch unser nächster Protagonist hat Musikerfahrung. Er spielt Cello, Klavier und Trompete, doch hält er sich selbst nicht für einen begabten Instrumentalisten. Wohl nicht der einzige Grund, warum König Charles dann doch kein Profimusiker wurde. Allerdings fühlte er sich immer den Künsten eng verbunden. Das wurde auch diese Woche deutlich. Der britische Monarch besuchte mit seiner Frau die renommierte Royal Academy of Dramatic Art. Und damit beginnt heute unser royaler Wochenrückblick. Die Bühne hat Charles III. In dieser Woche anderen überlassen. Zum 120. Jubiläum besuchte das britische Königspaar diese traditionsreiche Schauspielschule in London, auf der schon Anthony Hopkins und Roger Moore ihr Handwerk lernten. Und sie hatten sichtlich Spaß dabei. Dabei nutzte der König den Besuch auch für Fachgespräche, denn Charles hat während seiner Studienzeit selbst leidenschaftlich gern Theater gespielt. Nach mehr als 70 Jahren geht der Wunsch von Ferdinand I. in Erfüllung. Der einstige bulgarische Zar ist in seine Heimat zurückgekehrt.
Er dankte 1919 nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg ab. Da Österreich dem in Wien geborenen Monarchen kein Asyl gewährte, entschied er sich für das bayerische Coburg als Zufluchtsort, wo er nach Jahrzehnten, Ende der 40er Jahre, im Exil starb. Seitdem lagen seine Gebeine in einem Reisesarg. Nun wurde er überführt und in der bulgarischen Hauptstadt Sofia beigesetzt. Anwesend war auch sein Enkel, der bulgarische Ex-König und spätere Ministerpräsident des Landes, Simeon Borissow Sachs-Coburg-Gotzky. Bulgarien hat die Monarchie nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft. Die japanische Prinzessin Keiko ist nach Griechenland gereist und hat die seit 125 Jahren bestehenden diplomatischen Beziehungen der zwei Staaten gefeiert. Am Programm standen neben dem Empfang durch Griechenlands Präsidentin auch der Besuch der Akropolis und die Besichtigung eines Klosters auf der Insel Salamis. Spanien hat mit einer spektakulären Parade seine Streitkräfte gefeiert. Mehr als 3000 Soldaten und Soldatinnen aus den unterschiedlichen Waffengattungen nahmen daran teil. Und auch König Felipe VI. Durfte als Oberbefehlshaber natürlich nicht fehlen. An seiner Seite Königin Letizia. Boulevardzeitungen berichten derzeit verstärkt über angebliche Eheprobleme des Paares. Und Dänemarks König Frederik hat seinen 56. Geburtstag gefeiert. Traditionell nahm er dabei die Glückwünsche auf dem Schlossbalkon entgegen. Auch Königin Mary und die Kinder des Paares kamen hinzu. Königin Margrethe, die im Frühjahr aus gesundheitlichen Gründen abgedankt hatte, zeigte sich ebenfalls an der Seite ihres Sohnes. Und bei mir im Studio ist nun unser ORF-Adelsexperte Ansgar Gessmann. Ansgar, schön, dass du da bist wieder. Hallo, guten Tag. Wir haben es jetzt gesehen, Dänemarks König hat gefeiert. Ja. Balkontraditionell, irgendwie gehört das schon dazu, dass man winkt von oben. Ja. Er ist seit einigen Monaten jetzt an der Spitze sozusagen. Seit Jänner, genau. Seit Jänner. Was hat sich denn unter seiner Regentschaft verändert? Ja, also das war schon klar, als seine Mutter die Abdankung verkündet hat, dass er ein anderer Monarch sein will. Und vielleicht drei Punkte darf ich herausgreifen. Zum Ersten ist ihm psychische Gesundheit wichtig und er will auch Zeit für die Familie. Er hat sich also relativ schnell und schon mehrmals in den Urlaub verabschiedet. Das hat für despektierliches Erstaunen bei der Presse gesorgt. Und damit sind wir eigentlich schon bei Punkt 2. Die Presse verfolgt ihn ein wenig. Es werden immer wieder Ehegerüchte angedichtet. Er soll ja eine Affäre mit der Schauspielerin Genoveva Casanova gehabt haben. Ach, das auch ist die sind nicht, mit dem Namen. Die mit dem Namen, auch die sind bisher nicht verstummt. Aber an seinem Geburtstag hat er jetzt seiner Frau einen Orden verliehen. Er hat sie zum Großkommandeur des Dannebrog-Ordens gemacht. Ein sehr exklusiver Kreis, ein sehr schöner Liebesbeweis. Und zum Dritten versucht er auch das Königshaus wie seine Mutter schlank zu halten. Er hat zum Beispiel die Anzahl der Schirmherrschaften jetzt reduziert von mehr als 250 auf nur mehr rund 140 Organisationen, wo also die königliche Familie Schirmherrschaften übernimmt. So, andere schenken Schmuck als Wiedergutmachung, der schenkt einen Orden. Also ohne Vorverurteilung. Ja. Wir wissen nichts Genaues. Bleiben wir bei den Schirmherrschaften jetzt noch genau. Warum denn diese Verschlankung, dieses Reduzieren der Schirmherrschaften? Ja, also man möchte sich auf die einzelnen Organisationen mehr konzentrieren. Es gibt jetzt dort auch gewisse Kriterien, könnte man sagen, wonach diese Organisationen von Mary und Frederik ausgewählt werden. Ich habe mir das rausgeschrieben, das Königshaus sagt, also es werden jetzt Projekte unterstützt, die dänische Kultur, Wissenschaft und das Unternehmertum fördern, die naturschützend den Benachteiligten und Verletzlichen der Gesellschaft eine Stimme geben und uns in kleinen oder großen Gemeinschaften miteinander verbinden und verbunden verpflichtet für Dänemark. Das war ja auch eigentlich sein Wahlspruch. Und diese einzelnen Schirmherrschaften werden auch nur mehr auf 5 Jahre vergeben. Er kann hier also am Puls der Zeit bleiben. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch andere Organisationen durch seinen Besuch dann von dann und wann mal wieder ins Rampenlicht drücken kann. Ich glaube, es klingt ja alles wunderbar, es ist sicher ganz toll. Ich glaube, dass er ein bisschen mehr Zeit haben will für den Urlaub. Also, schauen wir mal einfach. Blicken wir von Dänemark jetzt natürlich wohin, ist eh klar Großbritannien. Trooping the Colors kommt jetzt bald und die Parade wirft schon ein bisschen so ihre Schatten voraus.
aber es geht darum, reitend oder sitzend. Wie genau. Wird jetzt der König Charles machen? Also Trooping the Colour ist die traditionelle Geburtstagsparade für den britischen Monarchen. Ein Riesenspektakel. Eigentlich hat Charles ja im November Geburtstag, aber traditionell gibt es die Parade wegen des besseren Wetters immer im Juni. Im vergangenen Jahr hat er sie reitend abgenommen und wahrscheinlich würde er auch gerne in diesem Jahr die Zügel weiter in der Hand behalten. Aber wahrscheinlich haben die Ärzte ein Veto eingelegt. Der Palast hat gestern bekannt gegeben, er wird in einer Kutsche die Parade abnehmen, wie auch in den letzten Jahren immer seine Mutter. Naja, das ist ja auch in Ordnung. Es hat ja rund um die Parade jetzt auch die Gerüchte gegeben, dass möglicherweise Kate doch dabei sein könnte. Ganz kurz, was weiß man darüber? Also über Kates Gesundheitszustand weiß man nicht. Auch sie hat eine Krebserkrankung. Wir wissen auch nicht, wie hier die Behandlung verläuft. Eigentlich hätte sie die Generalprobe abhalten dürfen als Ehrenoberst der Irish Guards. Das wird sie nicht tun. Ein Militär wird sie dort vertreten. Ob sie jetzt wirklich bei der Parade sein wird, auch das ist noch nicht bekannt. Ich könnte mir vorstellen, ein schönes Wiedersehen wäre es, wenn es Kate soweit gut geht, dass man sie auf dem Balkon im Anschluss an die Parade vielleicht noch sieht. Ich danke dir, Ansgar, für die Informationen, für die Einblicke. Und der ORF wird natürlich Trooping the Colour live in UF2 übertragen am Samstag, 15. Juni, 9.55 Uhr. Du wirst uns auf dem Laufenden halten. Sehr gerne. Ich freue mich schon drauf. Danke. Und wir bleiben noch bei Royalem und blicken zurück in die Vergangenheit und einem allerdings immer aktuellen Thema, dem Heiraten. Dass Hochzeiten nicht unbedingt Entscheidungen aus Liebe gewesen sind und schon gar nicht bei den Habsburgern, das sehen wir derzeit in einer Sonderausstellung im Schloss Hof in Niederösterreich. Und Schloss Niederweiden zeigt, mit welchem Aufwand diese imperialen Hochzeiten öffentlichkeitswirksam inszeniert wurden. Es gibt sie und es gab sie. Die Märchenhochzeiten von Prinzen und Prinzessinnen, Kaiser und Königskindern in Prunk und Pracht. Aber die allermeisten davon waren arrangiert. In diesem brutalen Heiratskarussell waren die Kinder zumeist Spielbälle der Politik. Ferdinand von Neapel, Sizilien, war für Maria Theresia eine wichtige Partie. Also wurde eine Tochter auserwählt. Ursprünglich war diese Dame vorgesehen, Johanna Gabriele, die war schon eigentlich ab ihrer Geburt für diesen Prinzen vorgesehen, nur die stirbt mit 12 Jahren, fällt aus. Die nächste kommt dann ins Spiel, das ist dann die Maria Josefa. Wenige Tage vor der Abreise nach Neapel zur eigentlichen Hochzeit verstirbt dann diese Maria Josefa an den Pocken. Ganz brutal wird dann die nächstälteste Schwester, die Maria Caroline, für die Hochzeit vorbereitet. Im Schloss Niederweiden wird gezeigt, wie geheiratet wurde. Hier zum Beispiel das Polterabendkleid der späteren Kaiserin Sissi. Im Vergleich dazu das Hochzeitsdirndl von Anna Blochel. Die prunkvollste Hochzeit veranstaltete wohl Leopold I. mit der spanischen Infantin Margarita Theresia, mit einem Rossballett, künstlichen Schiffen und einer Opernaufführung, für die extra ein neues Opernhaus gebaut wurde und die 10 Stunden dauerte. Ein unglaubliches Spektakel, was da die Leute zu sehen bekamen. Über 20 Bühnenbilder, also doppelt so viele wie normalerweise. Imposant waren auch die Einzüge der Braut in die Kaiserstadt. Beispielsweise die zukünftige Frau von Erzherzog Rudolf, die Stephanie von Belgien, hatte einen der prunkvollsten letzten Einzüge nach Wien zu absolvieren, wo riesengroße Holzaufbauten die Straßen säumten, Blumengirlanden, tausende von Blumen und extra Bäumchen wurden aufgestellt. Merchandising und Yellow Press, das gab es auch vor 150 Jahren. Und die Kinder hat man dabei nicht vergessen. Beliebt war das Klappbild mit Sissi und Franz Josef. Studio Kärnten, die letzte Woche im Lendhafen in Klagenfurt aufgezeichnet wurde. Die Sendung soll uns vor allem die Welt der Influencer und Content Creator etwas näher bringen. Heute kurz nach Mitternacht um 0.10 Uhr wird das neue Format zum ersten Mal präsentiert. Hier im Hafen ist die Welt daheim. Hier im Hafen will heute jeder sein. Eine Location, zwei Welten, die Welt der Influencer und Content Creator. Aber du hast doch Augenbrauen, wenn ich mich nicht täusche. Überraschung? Ich habe keine.
Ich bin Felix Greiner und Gründer der weltweiten Plastikmüllsammelbewegung Planet Matters. Ein österreichischer Klassiker, wie er im Bierchen steht. Das Paprika. Schnitzel glide in into the fat. Und die Welt jener, die mit Social Media nur am Rande zu tun haben. Wenn ich nicht ein Vollblut-Schauspieler war und so gern meinen Beruf machen würde, dann würde mich das schon reizen. Nur ich glaube, es braucht, um es wirklich gut zu machen, braucht es wahnsinnig viel Zeit. Und dann wäre da auch noch eine neue Moderatorin. 22 Jahre jung, Musikstudentin und Content Creator aus Klagenfurt. Also das Größte, was ich heute gelernt habe, ist wirklich, wenn man ein cooles Team hat, kann man anscheinend wirklich sehr viel schaffen, selbst wenn man zwischenzeitlich an sich zweifelt. Wenn man coole Leute um sich hat, dann geht das irgendwie. Und das ist eigentlich fast eines der schönsten Sachen, die ich so jetzt lernen durfte. Influencer aus ganz Österreich sind im Hafen und diskutieren über das Thema Social Media, ein Leben für den Klick, Fluch oder Segen. Also ich lebe für das. Ich lebe für das, dass ich mein Leben teilen kann, dass ich den Menschen meine Erfahrungen und meine Werte mitgeben kann. Weiters im Hafen mit dabei ist die bekannte steirische Influencerin und Sängerin Billy Steirisch. Die Billy war ein Mädchen allein am Wörthersee. Sie wollte unterhalten mit ihrem Steirer Schmäh. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe mich auch geschreckt. Ich habe mir gedacht, werden mich meine Nachbarn akzeptieren? Werden sie mich wirklich so lieben? Aber ich bin wunderbar aufgenommen worden. Sehr, sehr lieb. Wir sind im Hafen. Im Hafen ist eine generationenübergreifende Produktion für junge Menschen und jung gebliebene Menschen. Wir wollten mit dieser Geschichte Leuten, die mit dieser ganzen Influencer-Sache nichts zu tun haben, diese Welt ein bisschen eröffnen. Hafen heute kurz nach Mitternacht um 0.10 Uhr in ORF 1 und schon jetzt auf ORF On. Und auch schon jetzt ist bei mir Christa Kummer. Schön, dass Hallo. Du da bist. Ich freue mich so, weil ich will endlich wieder Sonne haben, aber derzeit ist es nur kühl und verregnet überall. Genau, also Sonne bitte warten heißt bitte im warten. Moment. Na, ja. Also auf der einen Seite gibt es eine Starkregenwarnung für Vorarlberg und Nordtirol. Auf der anderen Seite haben wir die statistische Auswertung bekommen. Der Frühling 2024 ist heute der letzte Tag. Hm? Man staune, der Frühling 2024 ist der wärmste der Messgeschichte seit 250 okay. Jahren. Das ist jetzt übrigens die dritte Jahreszeit in Folge, die temperaturmäßig oh, okay. zu warm war. Also jetzt können wir uns vorstellen, wie in den 80er, 90er Jahren die Temperatur war. Also wenn das jetzt schon zu warm ist, also man sieht, es verändert sich etwas. Und jetzt gehe ich hinüber, jetzt schauen wir uns an, wie viel es genau wo geregnet hat. Und dass es zu viel regnet, ist auch klar, vor allem in Vorarlberg und in Tirol. Wir haben in Sulzberg schon knapp im Augenblick jetzt schon über 80 Liter pro Quadratmeter Regen zusammenbekommen in den letzten 24 Stunden. Bregenz auch schon knapp drüber, Bad Bleiberg, Kärnten 50, Siljan 45. Und wenn wir uns die nächste Karte gleich anschauen, können Sie mitverfolgen, wie viel da noch dazu kommt. Vor allem im Außerfern und im Bregenzer Wald bis morgen Mittag 80 Liter, vielleicht knapp darüber. Und in Bayern sind es sogar deutlich mehr als 100 Liter, die da noch vom Himmel fallen. Je weiter man Richtung Osten kommt, umso weniger wird es. Aber da können auch noch 30 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Grau in Grau starten wir auch morgen in den Tag. Vom Bregenzer Wald bis in Salzkammergut, in die Obersteiermark. Ein paar Sonnenfenster gehen sich im Norden, Osten und Süden aus. Aber dann kommen auch wieder gewitterige Schauer und Schauer dazu. Also beständiges Wetter schaut definitiv anders aus. 7 bis 13 Grad die Frühtemperaturen, also doch recht frisch, wenn man bedenkt, morgen 1. Juni. Und tagsüber steigen wir maximal auf 14 bis 20 bzw. 22 Grad und das alles hier im Osten und im Südosten, im Westen deutlich kühler. Der Sonntag und der Montag, am Sonntag wird der Regen endlich ein bisschen weniger. Allerdings ganz trocken wird es auch nicht. Die Temperatur steigt im Maximum auf 23 Grad. Am Montag kommt von Bayern her schon wieder die nächste Front herein und bringt schon wieder Regen und Gewitter und Abkühlung. Und wenn wir uns den 15-Tage-Trend für Wien anschauen, sehen wir, dass der Mai zu kalt endet, der Juni zu kalt beginnt. Aber in der zweiten Junihälfte geht es dann rasant nach oben mit der Temperatur, Nadja. Sind wir schon gespannt. Danke dir, Christa, für deine Prognose und danke Ihnen, meine Damen und Herren. Wir sind auch am Nachmittag wieder für Sie da mit Aktuell nach 5. Bis dann.